Ihr benötigt dazu ein Knäuel von der Pool, da sind 100 Gramm drauf und die läuft 260 Meter auf diesem Knäuel und die Pool besteht zu 60% aus Baumwoll Organic und 40% normaler Baumwolle. Ich verhäkle sie mit Häkelnadel Nummer 4 von Adi. Und dann benötigt ihr noch eine Vernähnadel und eine Schere und dann kann's losgehen. Ich beginne mit einer Luftmaschenkette und ich häkle 50 Luftmaschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achtet darauf, dass ihr eure Luftmaschen nicht zu fest anzieht. Ihr könnt dann nachher die erste Runde besser häkeln. Zwanzig, dreißig, vierzig, sechsundvierzig, 50. So, und jetzt kommt die erste Runde. Ich lege euch hier im Video eine Zahl hin, falls ihr zurückspulen müsst, dass ihr wisst, wo ihr euch befindet. Ihr häkelt eine zusätzliche Luftmasche für die Höhe und dann in die erste Luftmasche zwei feste Maschen. In die zweite Luftmasche eine feste Masche, die dritte übergeht ihr mit einer Luftmasche. In die vierte eine feste Masche, die fünfte mit einer Luftmasche übergehen. Und das macht ihr jetzt im Wechsel. Ihr häkelt also eine feste Masche und eine Luftmasche im Wechsel und übergeht mit der Luftmasche immer eine Luftmasche des Anschlags. Ihr seht, ich behäkle da auch von der Luftmaschenkette immer nur eine Schlinge, weil ich ja diese Luftmaschenkette ringsum behäkeln werde und auf der anderen Seite greife ich eben dann die untere Schlinge. Die Pool gibt es in Uni und mit verschiedenen Farbverläufen. Man kann damit auch Planet Pooling häkeln oder stricken, aber hier für diese Tasche habe ich sie mir jetzt einfach mal ausgewählt, um ein bisschen Farbe reinzubringen, ohne jetzt drauf zu achten, wie die Farben nach und nach aus dem Knäuel kommen. Wird einfach ein fröhliches Einkaufsnetz werden. So, das war die 48. Luftmasche.
Die 49. überhäkle ich wieder mit einer Luftmasche und in die 50. häkle ich jetzt insgesamt 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt hat sich die Arbeit fast automatisch gewendet. In die 49. Masche häkle ich jetzt eine feste Masche und die folgende Masche übergehe ich mit einer Luftmasche. Dann wieder eine feste Masche und eine Luftmasche, eine Masche übergehen und die folgende Masche mit einer festen Masche behäkeln. Und ihr seht, ich häkle jetzt hier den Anfangsfaden gleich mit ein. So muss ich den dann am Ende gar nicht vernähen. Jetzt habe ich ihn 6 Maschen eingehäkelt, das reicht. Jetzt kann ich ihn zurückschneiden. Und jetzt geht's ganz normal weiter. Abwechselnd eine Luftmasche und eine feste Masche. Und diese festen Maschen, die kommen immer genau in diese Luftmaschen, die man auf der anderen Seite übergangen hat. Nach dieser ersten Runde wird es dann auch schon einfacher, wie es eben meist so ist beim Stricken und Häkeln. Der Anschlag und die erste und zweite Runde sind noch oft etwas kniffliger und dann wird es einfacher. So, und jetzt hier auf dieser Seite habe ich jetzt die zweite Luftmasche mit einer festen Masche behäkelt. Die habe ich eben auf der anderen Seite übergangen. Dann eine Luftmasche häkeln, die erste Luftmasche übergehen oder die folgende Luftmasche und dann 2 feste Maschen in die bereits behäkelte erste Luftmasche. Und mit einer Kettmasche die Runde schließen. So sieht das dann aus. Und jetzt kommt die zweite. So, und jetzt komme ich hier. Das hier ist ja die erste Luftmasche. In die habe ich 2 feste Maschen gehäkelt. In die zweite habe ich eine feste Masche gehäkelt. Und die dritte ist eine übergangene Luftmasche. In die kommt jetzt meine feste Masche. Dann häkle ich eine Luftmasche und übergehe die zweite Masche. Und in die erste häkle ich 2 feste Maschen, sodass auch auf dieser Seite in der zweiten und auf der anderen Seite in der 50. Luftmasche 4 feste Maschen sind.
Und dann steche ich hier in die erste feste Masche ein und schließe sie mit einer Kittmasche. Und jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Ich häkle drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und dann häkle ich zwei Luftmaschen. Die zweite der festen Maschen übergehe ich und häkle in die dritte feste Masche, die ich hier in die zweite Luftmasche gehäkelt habe, da häkle ich eine feste Masche rein. Dann zwei Luftmaschen und in die nächste feste Masche ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, in die nächste feste Masche, eine feste Masche. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und eine feste Masche. Wir behäkeln also immer diese festen Maschen der ersten Runde, wechseln ab. Wir häkeln mal ein Stäbchen und mal eine feste Masche. Und dazwischen kommen eben immer zwei Luftmaschen. So könnt ihr euch das gut merken. Zwei Luftmaschen, eine feste Masche, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine feste Masche, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Die Luftmaschenzahl zu Beginn, die war ja durch 4 teilbar, 48 plus 2 weitere Maschen. Ich habe also deshalb 50 Maschen angeschlagen. Wenn ihr also eure Tasche größer oder kleiner haben wollt, müsst ihr in 4er Schritten vor- oder zurückgehen. Dann geht euch das Muster auch genauso genial auf wie hier jetzt dann bei dieser Tasche. Werdet ihr dann sehen beim Rundenschluss, dass das eben gut passt. Jetzt kommen wir aber erstmal an den Wendepunkt. Ich behäkle jetzt hier die erste feste Masche von den 4 mit einer festen Masche. Also so passt das genau mit dem Muster. Dann häkle ich zwei Luftmaschen und übergehe die zweite feste Masche und häkle in die dritte ein Stäbchen. Dann häkle ich zwei Luftmaschen und übergehe die vierte feste Masche und häkle auf der anderen Seite in die folgende feste Masche wieder eine feste Masche, zwei Luftmaschen und in die nächste feste Masche ein Stäbchen. Da haben wir jetzt schon wieder eine Luftmasche eben übergangen. Ihr seht, die Wendung konnte jetzt im Muster fortgeführt werden. Dann wieder zwei Luftmaschen und eine feste Masche auf die feste Masche. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen auf die feste Masche. Zwei Luftmaschen und eine feste Masche. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Und so arbeiten wir uns jetzt vor bis zum Rundenschluss.
Der Farbverlauf gefällt mir hier sehr gut, wie sich das ins Muster einfügt. Auch das ist ja immer wichtig, dass die Qualität zum Modell passt. Und das ist hier der Fall. Es kann also weitergehen. So, jetzt habe ich noch eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Und dann zwei Luftmaschen und die erste Luftmasche oder die letzte hier vor den zwei festen Maschen, die in die erste Luftmasche gehäkelt wurden, also in die erste der vier, eine feste Masche häkeln und zwei Luftmaschen. Und jetzt käme ja wieder ein Stäbchen, aber die Runde ist beendet. Hier ist das Stäbchen, liegt schon quasi da. Diese drei Luftmaschen, die sind ja als Ersatz für das erste Stäbchen gehäkelt worden. Und hier steche ich in die dritte Luftmasche ein und häkle eine Kettmasche und schließe jetzt damit die Runde, die zweite Runde. Und wir kommen zur dritten. Jede folgende Runde wird immer mit drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen beginnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier auch einen Maschenmarkierer einhängen. So verpasst ihr den runden Übergang auch nicht. Nach diesen drei Ersatzluftmaschen für das Stäbchen kommen fünf Maschen als Luftmaschenbogen. Fünf Luftmaschen. Und jetzt kommt ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Ihr übergeht also hier zwei Luftmaschen, eine feste Masche, zwei Luftmaschen. Die übergeht ihr und häkelt ein Stäbchen auf folgende Stäbchen. Dann wieder fünf Luftmaschen und ein Stäbchen auf folgende Stäbchen. Die festen Maschen werden also in der dritten Runde nicht behäkelt. Jetzt ist mir der Umschlag verloren gegangen. Jetzt fürs Stäbchen. Dementsprechend kommt man auch in der dritten Runde schön voran. Aber ich werde jetzt den Maschenmarkierer hier wieder auslösen, weil er schon hier immer auf den Tisch klopft und das stört dann beim Video. Und schon ist es ruhiger. Eins, zwei, drei, vier, fünf und ein Stäbchen aus Stäbchen. Und man muss jetzt auch hier beim Wenden gar nichts mehr beachten. Wir hatten ja in der zweiten Runde schon festgestellt, dass das Muster prima ausgeht. Also kann man jetzt auch hier
einfach das beibehalten, dass man eben wirklich nur die Stäbchen behäkelt und dazwischen die 5 Luftmaschen arbeitet. So, jetzt ist auch die dritte Runde, neigt sich schon dem Ende zu. Wir arbeiten hier ja auch nur Luftmaschen. Das gibt, da kommt man natürlich gut voran. Fünf. Noch einmal das letzte Stäbchen behäkeln. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt kommt hier das Ersatzstäbchen, diese 3 Luftmaschen auch jetzt wieder in die dritte Luftmasche einstechen und mit einer Kittmasche die Runde schließen. Im Moment sieht das jetzt das Ganze jetzt eben so aus und wir kommen zur vierten Runde. Auch jetzt wieder, ich habe es euch ja schon gesagt, jede Runde beginnt jetzt mit 3 Luftmaschen als Ersatz fürs erste Stäbchen, dann weitere 2 Luftmaschen häkeln. Und um diesen Bogen eine feste Masche häkeln. Wieder 2 Luftmaschen und auf das Stäbchen ein Stäbchen. 2 Luftmaschen um den Bogen eine feste Masche. 2 Luftmaschen auf das Stäbchen ein Stäbchen. 2 Luftmaschen um den Bogen eine feste Masche. 2 Luftmaschen auf Stäbchen, ein Stäbchen. Und so sieht das Ganze dann aus. 2 Luftmaschen, eine feste Masche. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Erinnert ihr euch, so haben wir in der zweiten Runde auch schon gearbeitet. Abwechselnd 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. Nur, dass wir jetzt eben auf die Stäbchen auf die Stäbchen häkeln und die festen Maschen um den Luftmaschenbogen herum. Und das geht eben hier schon einfacher als eben in der zweiten Runde. Ich habe es euch ja versprochen, es wird hier also immer einfacher. Und jetzt sind wir beim Häkelniveau angelangt. So bleibt das Muster jetzt für eine lange Zeit, bis wir eben dann oben zum Abschluss kommen. Aber ich kann euch schon versprechen, schwieriger wird es nicht mehr.
natürlich bequem, dass man die festen Maschen hier einfach nur um den Bogen herum häkeln muss. Da lässt sich natürlich besser arbeiten, wie wenn man einstechen muss. So. Was ich jetzt noch machen werde, ist ab der fünften Runde dann die Arbeit wenden, damit auch wirklich ausgeschlossen ist, dass sich bei den vielen Runden, die jetzt da noch drauf kommen, die Tasche ein bisschen verdreht. Da muss man beim Häkeln ja immer ein bisschen aufpassen, dass sich der Rundenbeginn nicht verschiebt. Und das kann man sehr gut austricksen, indem man einfach nach jeder Runde die Arbeit wechselt. Die Arbeit wendet, nicht wechselt. So, und ich komme jetzt hier zum Rundenschluss wieder in die dritte Masche eine Kittmasche häkeln. Und jetzt ist auch die vierte Runde beendet. Ich kann jetzt schon so sehen, das wird der Taschenboden werden. Und so wächst dann diese Tasche voran. Und jetzt kommt die fünfte Runde. Ihr häkelt jetzt drei Luftmaschen für die Höhe, wendet die Arbeit und häkelt 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen für den ersten Luftmaschenbogen und jetzt hier ein Stäbchen aufs Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie schon in der dritten Runde werden die Luftmaschen und festen Maschen hier übergangen und das Stäbchen wird wieder mit einem Stäbchen behäkelt. Ich häkle jetzt die fünfte Runde noch mit euch fertig, weil ich einfach noch zeigen möchte, wie man das mit dem Wenden macht, zu Beginn der sechsten Runde. Dann habt ihr wirklich einmal alles gesehen und kann zur Fleißarbeit übergehen. Weil die Tasche will ja noch ordentlich an Höhe gewinnen.
Ich finde es immer wieder schön, wie diese Farben hier aus dem Knäuel kommen. Das ist natürlich Geschmackssache. Die Pool gibt es auch in Uni, in Natur und in einem hellen Schlammton. Hier könnt ihr die Farben mal anschauen. So. Auch jetzt steht der Rundenschluss wieder kurz bevor. Da ist er. 1, 2, 3. Und die Kittmasche. Im Moment habe ich nur eine Schlinge erwischt für die Kittmasche. So. Und jetzt kommt die sechste Runde und die wird jetzt wirklich ganz genauso gehäkelt wie die vierte. Eins, zwei, drei. Die Arbeit wenden. Und dann zwei weitere Luftmaschen und eine feste Masche um den Bogen. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen aufs Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine feste Masche um den Bogen. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen aufs Stäbchen. Und so wiederholt er jetzt die vierte und fünfte Runde ständig und dann treffen wir uns wieder zum oberen Abschluss. So, ich habe jetzt ab Beginn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 von diesen Runden mit den großen Netzlöchern und darüber noch mal eine Runde mit den kleinen. Und ich bin jetzt hier beim Rundenschluss angelangt. So, nun möchte ich die Mitte festlegen. Ich habe insgesamt 26 Mustersätze. Ich zähle also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mustersätze ab und markiere mir hier die Hälfte. Ihr könnt ja zur Sicherheit auf der anderen Seite noch zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 bis zum Rundenbeginn. Den markiere ich mir auch. Und jetzt werde ich seitlich hier eine Schrägung hochhäkeln
und auf der anderen Seite dann auch. Ich beginne also nach dem runden Schluss für die erste Reihe der verkürzten Seiten. Häkle ich 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, wende die Arbeit und häkle dann ein Stäbchen auf das folgende Stäbchen. Das heißt, dieser erste Mustersatz ist jetzt hier so abgeschrägt. Dann 5 Luftmaschen und das erste Netzloch, 1, 2, 3, 4, 5, das zweite, 1, 2, 3, 4, 5, das dritte, 4. Das 5. Das 6. Das 7. Achte, neunte, zehnte, elfte und das folgende übergehe ich. Ich habe jetzt also diese 13 Mustersätze. Das erste habe ich überhäkelt mit den 4 Luftmaschen und das letzte übergehe ich. Jetzt komme ich zur zweiten Reihe. Ich häkle auch hier 4 Luftmaschen. Wende die Arbeit und häkle ein Stäbchen aufs erste Stäbchen. Auch hier habe ich jetzt den ersten Mustersatz mit 4 Luftmaschen überhäkelt. Dann 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Jetzt sind wir also wieder im Muster. Erster Mustersatz behäkelt. 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmasche, ein Stäbchen. Zweiter Mustersatz. 3. Vierter, fünfter, sechster, siebter. Achter, neunter, zehnter. Und jetzt bin ich hier bei dem Mustersatz, der zu Beginn
mit 4 Luftmaschen überhäkelt wird, den lasse ich jetzt frei und komme zur dritten Reihe. Wird jetzt also immer ein Mustersatz weniger. Ich häkle wieder 4 Luftmaschen, wende die Arbeit und häkle ein Stäbchen aufs erste Stäbchen. Das heißt, ich habe jetzt auch hier den Mustersatz, den ersten mit 4 Luftmaschen überhäkelt. Dann kommt das erste Netzloch, so wie in der ersten Reihe. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und ihr seht, zuvor waren es 10 Mustersätze, jetzt sind es 9 und jetzt bin ich hier an der Kante, wo eben die 4 Luftmaschen sind, mit denen ich zuvor den ersten Mustersatz überhäkelt habe. Auch in der vierten beginnen wir mit 4 Luftmaschen, wenden die Arbeit und häkeln ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und der erste Mustersatz ist fertig. 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmasche und ein Stäbchen, der zweite. Es müssten eigentlich 8 werden. Der dritte. Der vierte. Der fünfte. Der sechste. Der siebte. Und der achte. Genau. Und jetzt sind wir hier wieder an der Schrägung mit den 4 Luftmaschen. Seht, hier ist die Tasche und hier wächst jetzt unsere Lasche, an die dann die Griffe kommen. Auch hier wieder mit 4 Luftmaschen beginnen, die Arbeit wenden und ein Stäbchen aufs erste Stäbchen. Und dann ein Netzloch, das erste. Sieben müssen es werden. Zwei. Drei. Vier, fünf,
6. Und jetzt sind wir hier wieder auf der anderen Seite angelangt. Auch die sechste Reihe beginnt mit 4 Luftmaschen. Und einem Stäbchen aufs erste Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. 2 Luftmasche, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Das war das dritte Muster. Das vierte. Das fünfte. Und das sechste. Und dann sind wir wieder an der Schrägung angelangt.